Die Beschwörung ist abgeschlossen. Da merkt man mal wieder, wie schwach ein Ritter ohne irgendwelche Upgrades ist. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Normalerweise hat der 950 Leben und hier ein gutes Stückchen mehr an Statuswerten. Hat sich der schwarze Pfeil auf Stufe 3 auf jeden Fall schon mal rentiert. Hier ja und ganz schön gut rein. Na gut. Sind jetzt auch nicht so stark, aber drei Rüstungen immerhin. Eigentlich sollte ich jetzt schon langsam ein Invasionsheer aufbauen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Und vielleicht mal ein bisschen was erforschen. Ne, die brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Was brauchen wir denn? Forschung abgeschlossen. Bisschen mehr Banshees. Totenbeschwörer, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ach, jetzt weiß ich wieder, was hier fehlt. Mein Schicksal ist besiegelt. Ist mir gleich ein bisschen wenig vorgekommen an den Gebäuden hier. Ja, einen Greifenreiter hätte ich gern. Ausbau abgeschlossen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Bauen wir den noch hin. Na, den machen wir mal wieder den Fluch aus, damit sie schön Mana für ihre Besessenheit sparen können. Und wir haben hier einen Greifenreiter. Das zweite Mal in diesem Let's Play übrigens erst. Denn das einzige Mal, wo wir sonst Greifenreiter hatten, das war in der letzten Menschenmission von... Ja, der allerersten Kampagne eigentlich. Achso, jetzt sind die hier out of wood. Forschung abgeschlossen. Da muss ich mal ganz kurz ein paar Vorkehrungen treffen. Mein Schicksal ist besiegelt. Was liegt an? Bis dann sollen sie einmal mal weiter Holz fällen. Okay, hier könnten wir jetzt ein paar Monstrositäten bauen. Das letzte Mal, als wir Sylvanas gespielt hatten, hatten wir auch kaum Technologien zur Verfügung, wenn ich recht erinnere. Holzkarawane. Bis der fertig ist, dauert es jetzt halt mit dem Holz ein bisschen länger. Erforschen können wir es trotzdem weiter. Ein bisschen Holz haben wir ja noch. Nur mit dem Gold schaut es langsam knapp aus. Na gut, ich habe ja noch eine zweite Goldmine, die ich eigentlich besetzen könnte. Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, so viel dazu. Ja, immer schön weiter Banshees. Jetzt müssen wir auch mal schnell die Goldmine verhexen. Oh Moment, wir werden angegriffen. Oh Gott, Belagerungsmaschinen, das weckt böse Erinnerungen. Ein bestimmter andere Level aus einer anderen Untotenkampagne. Na gut, der hier scheint hier recht chancenlos zu sein, da er nicht an meiner Armee vorbeikommt. Außerdem habe ich hier ein paar Mörsertrupps, die ja Belagerungsschaden machen. Find's eh eine Frechheit, dass die verstärkte Rüstung haben dürfen. Mein Leben für Ner'zhul. Es ist mehr Gold erforderlich. Irgendwie dämlich, ich habe nicht genug Gold für Akolyten. So, jetzt ist der Friedhof hier auch fertig. Abgeschlossen. Die Verdammten stehen bereit. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach noch weiter, bis ich mit den Forschungen durch bin und dann
horche mit Freuden. Ja, dann greifen wir an. Deserok ist schon tot, du Idiot. Verlasst euch auf mich. Ja, den würde ich gern auch noch mitnehmen dann. Aber erstmal hier fertig machen. Ohne die Greifenreiter Sturmhämmer sind die wahrscheinlich auch gar nicht so witzig, wie sie sonst sind. Naja. Man kriegt diese Einheit in der Kampagne leider viel zu selten. Eigentlich schade. Ist meine Lieblingseinheit von den Menschen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, jetzt haben wir wieder einen etwas stabileren Goldfluss. Das Holz ist auch fast alle. Ja. Ich bin hier. Die Menschen haben hier zwei Lager, die wir vernichten müssen. Zum einen das hier und zum einen das hier. Das hier unten, das sind nur ein paar Häuser. Oh. Wollten die auch gerade mich angreifen? Ja, ich kann ja mal Verhängnis vorführen. Ich habe nämlich noch gar nicht erklärt, was das macht. Ich zauber das jetzt hier immer mal auf diesen Scharfschützen. Und der kriegt jetzt im Laufe der Zeit immer einen Haufen Schaden. Und wenn er tot ist, kommt so ein Viech raus. Ich könnte die Helden hier auch noch bis Level 8 steigen lassen, aber ich glaube, ich will das diesmal gar nicht so weit rausziehen, auch wenn ich es dann im nächsten Level ein gutes Stück einfacher habe. So, Ritter an der Front. Na dann holen wir uns mal ein paar tolle Einheiten von denen. Die Unheilshüter haben übrigens auch ein paar tolle Fähigkeiten. Zum einen können sie stampfen, was ein gutes Stück AE-Schaden macht und alle Feinde in der Nähe betäubt. Kennen wir vom Tauren-Kriegshäuptling. Magiebannen kennen wir von den Priestern. Man kann damit einen Haufen beschworene Einheiten ziemlich schnell weghauen. Oder man entfernt einfach Schwächungszauber von den eigenen Einheiten oder Stärkungszauber von den gegnerischen Einheiten. Menschen haben allerdings nicht wirklich allzu viele Einheiten, die sie beschwören. Ich liebe diese Fähigkeit. Und ich weiß auch, warum dieser Held, also Sylvanas, der dunkle Waldläuferin, warum die in normalen Spielen nicht spielbar ist. Allein wegen der Kombination aus diesen drei oder eigentlich vier richtig starken Fähigkeiten. Weil keine einzige ihrer Fähigkeiten ist wirklich schwach. Weil das letzte, was ich bei ihr nicht geskillt habe, die Stille, die ist auch noch richtig mächtig. Kann ich die Helden und Einheiten allgemein mal eine Zeit lang zum Schweigen bringen und sie daran hindern, Zauber zu wirken. Was generell sehr häufig mal nützlich sein kann. Gegen wen sollen wir hier kämpfen? Ich könnte mir jetzt wie gesagt noch den Arbeiter hier schnappen und den auch übernehmen, aber nee, will ich jetzt nicht. Sind wir schon wieder bei hohen Kosten.
Hey Leute, nicht faul rumstehen, draufhauen. Hätten wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Mörsertrupps einnehmen sollen. Aber geht ja auch sonst schon relativ schnell. So, dann noch das andere Lager. Oh nee. Lass das Ding mal. Na gut, dann mach's halt kaputt, wenn du unbedingt willst. Ist jetzt auch schon halb tot, aber... Naja, was soll's. Oh, da hat noch jemand ein Level erreicht. Was geben wir ihnen denn? Ach komm, mach bessere Vampir-Aura und dann holen wir nochmal einen neuen Hüter. Ja, aus dem einen Typen sind jetzt sowohl der Unheilshüter als auch dieses Skelett hier rausgekommen. Der Unheilshüter macht übrigens auch Chaos-Schaden. Gegen wen sollen wir hier kämpfen? Was auch relativ praktisch gegen Gebäude ist. Sylvanas, komm, nimm den auch mal. Ist die überhaupt? Ah, eingekesselt. Dann nehmen wir halt den. Kann man nie genug haben. Ah, damit ist Sylvanas immer in Stufe 8. Huch, versehentlich auf den Knopf gekommen. Na, dann haben wir die ja auch bald geschafft hier. Spitzt sich langsam zu das Ganze. Denn dieses Let's Play nähert sich so langsam aber sicher dem Ende, aber wir sind ja mittlerweile auch schon über 100 Folgen. Also wird auch eigentlich Zeit. Gut, die Kampagne ist dementsprechend lang. Ich habe zwar gesagt, ich mache die Rexa-Kampagne noch, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ich die auch noch machen soll. Mit dem Vorwand, dass das Ganze noch ein gutes Stück dauern wird. Weil wenn ich das mache, dann werde ich das höchstwahrscheinlich relativ ausgiebig machen. Ich liebe diese Sprüche. Schlag rasch zu, meine Krieger. Deserok muss weg. Was bringt mir das? Ja. Geht mir aus dem Weg. Das war's. Der Zauber wurde aufgehoben. Ist der Albtraum endlich vorbei? Haltet ein, Menschen. Mit euch habe ich keinen Zwist. Was wollt ihr, Elfenhexe? Wir haben einen gemeinsamen Feind. Balnassar, der letzte Schreckenslord, beherrscht zurzeit die Hauptstadt eures Königreichs. Wenn ihr mir hilft, ihn zu töten, sorge ich dafür, dass ihr euer Land wiederbekommt. Warum sollten wir euch trauen?
Ihr seid Teil der Geißel, die uns einst von dort vertrieben hat. Nicht mehr. Mich interessiert hierbei nur die Rache. Wohlan denn. Ich rufe den Rest meiner Truppen zusammen, dann treffen wir uns vor den Toren. Kommt schon. Ihr habt doch nicht wirklich vor, ihnen ihr Land wiederzugeben. Natürlich nicht. Die Menschen sind mir nur Mittel zum Zweck. Ihr hört euch mit jedem Tag, der vergeht, mehr wie eine von uns an, Lady. Vorsicht, Schreckenslord. Ja, Sylvanas, ganz schön hinterlistig, die Kleine. Ist auch der Grund, warum ich sie nicht mag. Aber das war, soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich verabschiede mich erstmal wieder. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß an diesem Let's Play. Und ja, bis zum nächsten Mal.